Ja, die Nomads sind entstanden 2014, 2015. Wir haben uns auf einem Turnier im Dart SV kurz beratschlagt, was können wir tun, was können wir machen. Wir wollten irgendwie eine coole Mannschaft bilden und dem dominierenden Dart SV 1 so ein bisschen die Stirn bieten. Und seinerzeit waren das Andy Torp, Dirk Delfs, Giorgio Garante und ich. Diese drei kamen halt auf mich zu und haben mich gefragt, Mensch, du hast jetzt ein bisschen Pause gehabt, hast du nicht Bock bei uns mitzuspielen? Ich fand das eigentlich gut, weil seinerzeit sehr gute Spieler im Dart SV waren, wie Andi Zumfelde, Björn Deris, Holger Nitschke etc., Nils-Jörn Hansen, also alles Könner. Wir waren halt zwei aus dem Dart SV, nämlich Giorgio und ich, und zwei kamen von den Flying Dartern, das war Dirk und Andy. Und es ging eigentlich mehr oder weniger darum, wo spielen wir die nächste Spielzeit? Und dann haben wir einfach gesagt, komm, wir entscheiden eine Münze und haben dann eine Münze geworfen. Und die Flying Darter haben gewonnen. Also wir haben uns dann für die Flying Darter gemeldet. Wir haben dann praktisch die erste Spielzeit Schleswig-Holsteinische Liga als auch Flensburger Liga bei den Flying Dartern gespielt. Da wir ja so ein bisschen heimatlos waren, wir waren zwar irgendwo gemeldet, immer, ob im Dart SV oder bei den Flying Dartern oder auch sonst wo, weil wir das so verbissen gesehen haben, also verbissen im sportlichen Sinne, waren wir zwar immer irgendwo ja, geduldet, aber wir haben uns nie zu Hause gefühlt. Wir sind halt durch Flensburg geehrt wie Heimatlosen und deswegen kamen wir auf den Namen Nomads, weil die Nomaden auch heimatlos sind. Und so ist das dann so ein bisschen entstanden. Wir haben halt das Glück gehabt, dass wir 2015 unsere eigene Location anmieten konnten, oben in der Boreasmühle. Und dort kam uns der Gedanke, wenn wir schon eine coole Location haben, dann können wir es auch richtig machen, dann können wir uns als Verein bilden. Ja, dann wollen wir es richtig von der Pike auf aufziehen. Und wir sind dann losgezogen mit insgesamt 7 Mann und haben halt diesen Verein gegründet, haben die Gemeinnützigkeit hinterhergeschoben und so können wir jetzt als anerkannter Sportverein auch arbeiten. Ja, wir sind natürlich erstmal, haben wir gesagt, wir wollen ein reiner Stil-Dart-Club sein. Aber wir haben auch ganz schnell festgestellt, dass einige Mitglieder gefragt haben, Mensch, sollen wir nicht auch einen E-Dart-Automat hier hinstellen? Dann haben wir da nochmal eine Mannschaft. Es ging ja am Anfang, haben wir ja finanziell sehr kleine Schritte machen müssen, weil wir einfach auch kein Geld hatten. Und die Räumlichkeiten anzumieten, das war halt immer so gleichzeitig verbunden mit, wir müssen irgendwie so ein klein bisschen Umsatz generieren, weil wir waren noch so viele Mitglieder, dass wir das alleine nicht geschafft haben. Und ich bin dann halt seinerzeit auch losgezogen, habe dann versucht, so eine Schankgenehmigung zu kriegen und kriegte dann auch immer ein Go, sodass wir dann auch immer so ein bisschen am Tresen ein bisschen mitverkaufen konnten, dass wir uns finanziell über Wasser hielten. Wir haben natürlich auch das Glück gehabt, dass wir von Anfang an auch Gönner und Sponsoren hatten, die uns immer finanziell unter die Arme gegriffen haben, wenn es mal geklemmt hat. Sonst wäre das alles gar nicht möglich bekommen. Wie gesagt, wir sind mit 4 Mann angefangen. Wir waren im ersten Jahr, glaube ich, bis zu 15, 16 Mann hoch, aber das war es dann auch. Und das war für uns schon ein Erfolg im ersten Jahr, da 15, 16 Leute zu haben, die gesagt haben, Mensch, für euch wollen wir spielen, das macht Spaß, ihr seid cool drauf, ihr seid locker, ihr seht nicht das so verbissen, man ist auch noch so ein bisschen wild dabei. Ja, wir standen allerdings immer in Rivalität und man hat uns am Anfang natürlich auch stark belächelt und gesagt, Mensch, das dauert ein halbes Jahr und dann seid ihr sowieso wieder bei den Flying Dartern oder bei dem Dart SV, das schafft ihr niemals. Und unser Ehrgeiz war halt immer, am Ball zu bleiben, eigenständig zu bleiben und auch immer mit dem Ziel, wir wollen ein eigenständiger Verein sein. Wir sind halt komischerweise im E-Dart erfolgreicher gewesen am Anfang als im Stil-Dart. Schleswig-Holsteinischen Dartverband immer den großen Bruder oder Nase hatten. Der Dart SV hat alles gewonnen und immer auch alle Töpfe, die es abzugreifen kamen. Sie waren einfach dominierend, eigentlich alles gewonnen. Alle drei großen Landesmeistertöpfe gingen immer an den Dart SV. Und wir haben halt im E-Dart komischerweise in der Phoenix-Liga Qualifikation gespielt für die Europameisterschaft in Spanien auf Mallorca und auch in Hannover in Deutschland. Wir haben das kurioserweise gewonnen. Wir sind 2016 und 2019 sind wir Europameister geworden im E-Dart. Infolgedessen war das eigentlich so unsere ersten Erfolge. Den ersten großen Titel als Mannschaft hatten wir natürlich mit der ersten Landesmeisterschaft, mit dem Gewinn, glaube ich, vor 4 Jahren, also 2017 in Kiel.
Kiel war damals seinerzeit Titelverteidiger und durfte die Landesmeisterschaft austragen. Wir haben im Finale natürlich den Dartus Show wieder gehabt, wie soll es auch anders sein, die mit fast voller Kapelle angereist sind, mit den ganzen Nils Jörn war dabei, Henrik Rudolf, Holger Nitschke, Björn Deris. Ohne Daniel Vogt war es überragend. Und wir konnten lange Zeit mithalten und hatten dann auf einmal an einem Punkt die Möglichkeit, sogar in Führung zu gehen, kurz vor Ende. Ich kann mich noch daran erinnern, dass Dennis Grosser, ich glaube, 3 Matchstarts verpasst zum Sieg, also zum Landesmeisterschaft, und hat sie verpasst und Nils Jörn dann knallhart ausgemacht hat. Und wir mussten ins Teamgame gehen. Und im Teamgame, also jeder hat da seine Leistung abgerufen, es flogen nur die Tonnen und die 140er. Und auf einmal haben wir 2-0 dieses Teamgame gewonnen und waren das erste Mal Landesmeister. Ich habe den entscheidenden Matchstart selber gelegt. Ja, wir haben uns riesig gefreut. Also es war die ganze Rückfahrt von Kiel nach Flensburg war eine einzige Party. Wir haben gefeiert, es hat sehr viel Spaß gemacht und vor allen Dingen, wir waren so stolz auf uns, diesen Akzent setzen konnten. Ja, mittlerweile haben wir diesen Topf 3-4 Jahre auf unserem Kühlschrank. Einmal konnten wir den selber gewinnen, einmal haben wir den am grünen Tisch gewonnen. Aufgrund der Pandemie ist die Liga abgebrochen worden. In der aktuellen Liga ist natürlich wieder Corona bedingt, sind wir aber trotzdem auch wieder vorne und freuen uns natürlich darauf, dass das auch alles weiterhin so erfolgreich ist. Und wir wollen auch den nächsten Schritt gehen, also gar nicht mehr in die Landesmeisterschaft mit eingreifen. Das haben wir jetzt 4 Jahre gemacht. Wir haben 4 Jahre jetzt kein Spiel mehr verloren. Und wir wollen einfach den nächsten Schritt gehen und den Aufstieg in die Bundesliga versuchen, dort uns zu etablieren, weil wir jetzt auch gemerkt haben, diese hohen Gewinne machen uns nicht glücklich. Wir haben so 1-2 Teams in der Liga, vielleicht auch 3, die richtig stark sind, die uns vielleicht Paroli bieten können, wenn sie gut drauf sind. Wir wollen auch anderen ermöglichen, diesen Schritt zu gehen, um sich weiterzuentwickeln, um vielleicht auch mal diesen Topf mit nach Hause zu nehmen. Wir werden vielleicht noch am Pokal teilnehmen, aber dann wird unser Hauptfokus auf die Bundesliga dann sein. Das wollen wir dann einfach mal probieren, einfach mal spielen, um zu gucken, wo wir stehen. Wir haben natürlich auch viele Einzeltitel geholt. Also wir haben natürlich mittlerweile einen breiten Fundus an Spielern, die wirklich auf hohem Niveau spielen können. Philipp Lohmann, Dennis Grosser, 2-3 Pfeile kann ich auch gerade auswerfen. Aber wir haben natürlich auch Verstärkung aus Dänemark gekriegt mit Wladimir Andersen und Bjarne Iversen, die auch brutal gut spielen. Michael Trönsegaard ist zu nennen. Das sind so unsere Ambitionen für die Zukunft, sportlich gesehen natürlich. Ich hoffe natürlich auch, dass wir weiterhin sportlich als auch vom Verein her wachsen. Und wenn es an Erfahrung ist, mittlerweile schicken wir Leute zum Trainerschein. Wir wollen die Jugend weiter ausbauen, eigenständig bleiben. Das ist so, da soll die Reise gerne hingehen. Für alle, die neu zum Dartspielen kommen, egal ob in Flensburg oder in ganz Schleswig-Holstein, dass sie auch weiterhin ihre Ziele verfolgen, dass sie den Mut haben, vielleicht auch selbst einen Verein zu gründen, vielleicht selbst eine Lokalität anzumieten, um dort sesshaft zu werden, um den Sport halt weiter nach vorne zu bekommen. Das ist mir ganz wichtig, damit wir aus dieser Randsportart rauskommen, damit es viel mehr populärer wird. Da neue ist, probiert, macht, tut, wenn ihr Lust habt, da zu spielen. Es gibt genug Vereine, googelt oder guckt nach in eurer Umgebung, wo sind Dartvereine, wer bietet was an. Testet ruhig auch durch, 1, 2, 3, dass man mal mehrere gesehen hat, sofern in eurer Gegend mehrere da sind, um auch zu gucken, ist es das Richtige für euch. Es gibt halt so viele unterschiedliche Vereine und die anders aufgestellt sind. Da würde ich durchaus mal überall mal reinschnuppern und gucken, was liegt mir, was möchte ich? Möchte ich sportlich, möchte ich nur gesellig, möchte ich nur Einsarbeit? Ich würde jeden raten, der Bock auf Dart hat, guckt in eurer Gegend nach Vereinen und meldet euch da. Bis jetzt ist noch nirgendwo jemand rausgeflogen. Im Gegenteil, die Tür steht wahrscheinlich bei allen offen. Probiert und fragt und ich glaube, dann seid ihr auch gut aufgehoben.